Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn nur einmal im ganzen Jahr, da entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie ja nur am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen, mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugel hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelle sagte rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, diese böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kriegt, das könnte euch so passen. Was man von den Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem selbst überlassen. In diesem Sinne wünsche ich alle eine frohe Weihnacht.